Herr Palatan, willkommen beim Wuppertaler SV. Sie sind in Ihrer Trainerkarriere schon viel rumgekommen. Sind Sie zum ersten Mal in Wuppertal? Ja, tatsächlich bin ich jetzt das zweite Mal in Wuppertal. Ich hatte ja vorab die Gespräche mit dem Gaetano, wo ich dann, ja, ich glaube, vor 3-4 Wochen mal hier war. Aber es ist das erste Mal, dass ich dann jetzt auch in Wuppertal bin. Vor 3-4 Wochen waren die Gespräche schon? Ja, vor, ich glaube, genau 3-4 Wochen waren es, wo wir das erste Mal getroffen haben hier und uns ausgetauscht haben, kennengelernt haben. Und ja, wie gesagt, sind sie 3-4 Wochen. Wie ist der Kontakt entstanden? Ja, der Kontakt kam dann halt, dass Gaetano mich angerufen hat, wir dementsprechend einen Termin gemacht haben und ich habe immer noch die Regionalliga, alle Regionalligen verfolgt einfach, auch die dritte Liga verfolgt und man ist ja immer dabei und verfolgt die Spiele und dann kam halt der Termin, dass wir uns da treffen wollten, kennenlernen wollten und so ist der Kontakt entstanden. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, sich für den Wuppertaler SV zu entscheiden? Auf jeden Fall natürlich die große Tradition, die hier herrscht. Ich sag mal, die Stadt, die dahinter ist, die Fans, die Power. Letztendlich in der Regionalliga West auch, um was spielen zu wollen. Den ersehnten Aufstieg in den bezahlten Fußball, das heißt in die dritte Liga, schaffen zu wollen. Und das deckt sich einfach auch mit meinen Zielen. Und dementsprechend musste ich auch nicht lange überlegen. Auch der Flair hier in der Stadt, beziehungsweise am Stadion hier, und natürlich auch die Mannschaft, die wirklich konkurrenzfähig ist. Und ich denke mir, dass man aus der Mannschaft noch viel herausholen kann und die auch sehr sportlich erfolgreich sein kann. Ja, Sie haben gerade gesagt, Ihr Ziel auch, in den bezahlten Fußball wieder zu kommen, wobei in der Regionalliga ja auch der eine oder andere Euro fließt. Mit welchen kurzfristigen Zielen treten Sie denn hier an? Ja, als erstes will ich natürlich die Mannschaft kennenlernen, die Spieler kennenlernen, das Umfeld kennenlernen. Mein Glück ist es, dass wir jetzt nicht gleich, wenn ich am 3. Januar hier starte, am Wochenende dann Spiele sind, sondern wir wirklich Zeit haben bis Anfang Februar, sodass ich natürlich die Mitarbeiter kennenlernen kann, die Spieler kennenlernen kann, das Umfeld kennenlernen kann. Und rein sportlich wollen wir eigentlich auch da anknüpfen, wo jetzt zum Schluss die Mannschaft gegen Gladbach 4-0 gewonnen hat. Wir wollen halt von Anfang an da sein, wir wollen von Anfang an Druck machen. Und ich will auch um was spielen, genauso wie der Verein auch und die Mannschaft auch. Und deswegen bin ich hier. Und natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein Gegner auch auf dem Platz ist und demzufolge auch die einen Plan haben und sich dagegen wehren wollen. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft, wie gesagt, viel Potenzial hat. Sie haben die Mannschaft schon verfolgt, seitdem die Gespräche hier geführt wurden, gehe ich mal von aus? Also ich habe mehrere Spiele mir angeschaut. Ich kann sagen, dass ich mir 8, 9 Spiele über die komplette Spielzeit angeschaut habe, sehr vertieft in die Mannschaft bin, auch für mich schon ganz klare Stellschrauben analysiert habe, wo man ansetzen muss und wo ich auch weiß, was die Mannschaft kann und was sie gut kann. Und letztendlich geht es darum, alle zusammen halt den Weg, den wir gehen wollen, erfolgreich zu sein, zu gehen und auch erfolgreich zu sein. Sie sprechen Stellschrauben an. Können Sie denn welche nennen? Ja, das ist ja, liegt ja auf der Hand. Die Mannschaft hat auf jeden Fall viele Gegentore bekommen. War im Spiel gegen den Ball in meinen Augen nicht immer sehr gut strukturiert und organisiert. Und ich denke mir, wenn eine Mannschaft ganz oben stehen will, muss einfach die Defensive stehen, muss die Null stehen. Die Mannschaft hat offensiv viel Qualität, viel Potenzial. Das hat sie auch in den Spielen gezeigt, in den Ergebnissen gezeigt. Und deswegen ist mein Ansatz auch, wie gesagt, diese vielen Gegentore, die man geschluckt hat, deutlich zu verringern. Kennen Sie schon Spieler aus der Mannschaft? Ich glaube, mit Semih Saric haben Sie in Offenbach zusammengearbeitet, richtig? Richtig. Semih Saric kenne ich aus Offenbach. Hüseyin Bulut war damals noch ein junger Spieler bei Göztepe Izmir, wo er von Dortmund gekommen ist. Da war ich der Co-Trainer. Und Marco Terracino habe ich kennengelernt in meiner Zeit, wo ich meinen Fußballlehrer gemacht habe und beim SC Freiburg meine 8 Wochen Praktikumszeit hatte. Die 3 Spieler kenne ich so persönlich, aber viele andere Spieler kenne ich natürlich aus meinen Beobachtungen. Welchen Führungsstil bevorzugen Sie? Ja, ich habe eine gesunde Nähe- und Distanzverhältnis zu meinen Spielern. Das heißt, mir ist klar, dass ich gewisse Entscheidungen treffen muss, dass die immer nicht so einfach sind und von den Spielern auch immer nicht gern gehört werden oder vielleicht auch gern gehört werden. Deswegen brauche ich schon eine gewisse Distanz zu der Mannschaft. Aber trotzdem muss ich nahbar sein, ich muss mit ihnen kommunizieren können. Die Spieler, wenn sie mal Probleme haben oder auch was aussprechen wollen, dass sie zu mir kommen können. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich eine gesunde
Distanz, aber trotzdem auch ein Näheverhältnis habe. Heißt es Sie-Trainer oder Du-Trainer? Sie-Trainer. Welchen Spielstil bzw. welches System bevorzugen Sie? Gibt es da etwas? Ja, ich habe jetzt in meinen letzten Stationen bevorzugt 4-3-3 oder 4-2-3-1 gespielt. Habe dann auch mal ein halbes Jahr ein 3-5-2 gespielt. Ich denke mir, die Mannschaft kann beide spielen. Jetzt zum Ende der Hinserie oder zu Ende der Spielzeit haben sie jetzt aus einer Viererkette agiert, was sie auch gut gemacht haben. Ich würde schon sagen, dass ich ein Trainertyp bin, der aggressiv nach vorne verteidigt, der auch eine gewisse Dominanz auf dem Platz haben will, aber schon zielstrebig auch nach Toren sucht und nach Möglichkeiten sucht. Was sind so die ersten Schritte und die ersten Planungen, die Sie jetzt sicherlich verstärkt angehen, nachdem die Unterschrift trocken ist? Als erstes werde ich auf jeden Fall mit meinem Trainerteam sprechen und uns viel austauschen. Das bleibt das Trainerteam? Ja, das bleibt. Und wir werden uns da viel austauschen bis zum 3. Januar. Und wenn wir uns hier am 3. Januar treffen und starten, dann geht natürlich auch der Dialog und die Interaktion mit den Spielern, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Und deswegen ist jetzt ab dem 3. Januar halt und auch schon davor viel Arbeit natürlich, die vor uns steht. Und ich mache das gerne. Und will hier, wie gesagt, auch mit dem Verein erfolgreich sein. Wie langfristig ist Ihr Engagement hier angelegt? Ja, wir haben jetzt 1,5 Jahre unterschrieben. Und ich würde mir wünschen, dass das dann länger ist und erfolgreich ist. Das ist immer auch die Grundvoraussetzung. Das weiß man im Fußball. Und ich bin jetzt auch lang genug als Trainer im Geschäft dabei. Und was zählend ist, ist immer der Erfolg, aber natürlich auch der Zusammenhalt innerhalb des Vereins und innerhalb der Mannschaft. Und deswegen werden wir an allen Schrauben auch arbeiten, dass wir da zusammen das Ganze angehen und erfolgreich sind. Gilt es jetzt auch noch, einen Umzug zu organisieren? Ja, mit Sicherheit. Ich muss sagen, ich bin das jetzt auch gewohnt, mehr oder weniger. Habe natürlich jetzt auch in den letzten 4-5 Jahren einige Stationen hinter mir gehabt, wo ich tolle Erfahrungen sammeln konnte. Auch ganz andere Kulturen und Blickwinkel kennengelernt habe. Das tut meiner Arbeit gut, auch im Umgang mit den Spielern. Und von daher ist das jetzt für mich kein großer Beinbruch, jetzt einen Umzug zu organisieren. Das wird relativ schnell über die Bühne gehen. Werden Sie Familie mitbringen? Ja, halbwegs. Meine Frau und meine Kinder sind in Berlin. Meine Kinder studieren. Meine Frau arbeitet part-time-mäßig und sie hat mich auch des Öfteren jetzt in meinen Stationen oder auf meinen Stationen unterstützt und war auch bei mir gewesen. Es wird auch für sie dann eine Pendelei sein zwischen Berlin und Wuppertal. Wenn es nicht so wie heute ist, dass die Bahn immer Verspätung hat, dann ist das eigentlich auch relativ gut und zügig. Sehr gut, da brauche ich ja nicht mehr anzusprechen, dass Sie mit dem Zug heute leichte Probleme hatten. Normalerweise 4 Stunden aus Berlin, das ist sicherlich machbar. Ja, ja, das ist jetzt heute leider Gottes mit dem Unwetter, glaube ich, auch verschuldet oder dem Unwetter verschuldet, dass ich jetzt ein bisschen später hier angekommen bin. Aber ansonsten bin ich heil und glücklich angekommen. Und das ist halt eine gute Verbindung. Aber wie gesagt, mein Lebensmittelpunkt ist dann erstmal hier. Ich will hier arbeiten, was aufbauen, was erreichen. Und deswegen stelle ich dem eigentlich alles unter. Meine persönlichen Belange, auch teilweise meine Familie, die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, die wissen das, dass ich wirklich schon auf den Erfolg fokussiert bin, eine Mannschaft auch zu entwickeln und weiterzubringen. Und da braucht man halt auch Zeit. Und die Zeit will ich hier in die Mannschaft stecken. Kurz, welche Stationen haben Sie bisher am meisten geprägt, beeindruckt, waren vielleicht am erfolgreichsten? Ja, das waren jetzt, muss ich sagen, rückblickend waren überall, wo ich in den Stationen war, war es erfolgreich. Kann da wirklich positiv zurückblicken, weil ich auch einen sehr guten Punkteschnitt bei jedem Verein hatte. Ich kann jetzt da nicht eine Station wirklich hervorheben, weil ich bei jeder Station tolle Menschen kennengelernt habe, immer gute Spieler auch in meiner Mannschaft hatte und ein gutes Umfeld hatte. Und auch Trainerkollegen, speziell jetzt auch in Türkei, wo ich Co-Trainer war in der Super League, unter Ilham Palut auch viel mitnehmen konnte und mir abschauen konnte. Und deswegen prägt jede Station einen Menschen, einen Trainer weiter. Und deswegen will ich jetzt auch keine Station hervorheben. Super League, welcher Verein war das? Das war bei Göztepe und Konya. Gut. Letzte Frage. Jetzt hat der WSV ja 3 Spieler vor der Saison, vor Ende des Jahres freigestellt, um das Wort suspendiert mal jetzt nicht zu brauchen, aber auch kommuniziert, dass sie in den weiteren Planungen keine Rolle spielen. Bleibt das bei Ihnen dabei?
Ja, das müssen wir jetzt auch intern besprechen. Da kann ich auch keine Aussage jetzt dazu tätigen. Das ist ja alles vor meiner Zeit passiert. Klar habe ich das auch mitbekommen und registriert. Das haben wir jetzt auch mit Gaetan besprochen. Aber jetzt nicht vertieft, wie wir da weitergehen. Das muss auch irgendwo der Verein entscheiden. Ich bin jetzt hier einfach mit den Spielern, die dann vor Ort sind, zu arbeiten, was aufzubauen, was zu gestalten, was zu entwickeln und auch voranzubringen und fortzuführen. Und das ist meine hauptsächliche Aufgabe. Dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und auf eine gute Zusammenarbeit. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön.